Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanic mit dem Ismo. Hallo. Und dem Wocke. Hallo. Reifen. Es gibt Reifen. Ja. In Hülle und Fülle. Warum? Ich weiß es nicht. Ja, kommen wir zum eigentlichen Thema, weswegen wir hier sind. Wir sind hier, weil wir etwas Neues bauen wollen. Und zwar wollen wir eure Wünsche erfüllen. Der nächste Wunsch, der auf unserer Liste steht, ist, baut ein Fahrzeug. Maximal 5 Blöcke lang, 4 Blöcke breit und maximal 5 Blöcke hoch. Angetrieben muss das Ganze werden durch einen Motor auf der Stufe 10. Egal welcher Motor, also Elektro oder ja, Gas? Offensichtlich. Es ist... Fahrbahnwechsel. Achso, Seitenwechsel. Ja, Entschuldigung. Ja. Also 5 lang, 4 breit. Das ist wenig. Das ist doch gerade mal ein Sitz. Ja. Und dann 5 hoch nur? Ich weiß nicht. Geht ja gar nicht. Okay. Ist nicht? Probieren wir es aus. Ja. Dafür sind wir ja hier. So, also. Los geht das. Bist du schon baubereit? Ja. Ja, gut. Dann geht das los. Also. Geh weg. 4 breit. 4 breit, 5 lang. 2, 3, 4, 5 und 2, 3, 4. Das geht schon. Das ist weniger als ein. 1, 2, 3, 4, 5 breit und. Ne, 5 lang und 1, 2, 3, 4 breit. Das ist ja. Das geht ja gar nicht. Wieso nicht? Für die halt. Ja gut. Ich hätte vielleicht eine Idee, wie man es machen könnte. Das geht ja mal überhaupt gar nicht. So nicht. Und darf maximal 5 hoch sein. Okay. Ja. Okay. Ja, wieso denn nicht? Ja, nö. Alles gut. Wie will man das auch anders machen? Ja, ne? Das ist doch ganz klar. Das kann auch wieder nur schief gehen. Bocke, du bist zu pessimistisch. Kann auch nur schief gehen. Wenn ich meine Konstruktion angucke, kann das nur schief gehen. So, das muss ja lenken können. Aber diesmal dürfen wir auch Federn dazu nehmen, ne? Ist das so? Ich hab... Ja, ja, ne? Wenn es nicht naja, nee, das, aber dann überschreitet es die 5 hoch. Nee, nee, du kannst ja die kleinen Federn nehmen. Die sind 2 hoch, sind die kleinen Federn. Sicher? Ja. Okay. Du kannst ja einfach mal... ist das so? Und dann kommst du insgesamt... Ja, 2 sind... Die kleinen Federn, sie sind 2 hoch. Also jetzt bin ich bei 3... Und wie kriegst du dann den Sitz dahin? Ja, warte. 5, 1, 2, 3. Du. Mach mal. Ich mach mal auch mal. Ja, ich mach mal. Mach mal. Das wird eine einzige Katastrophe sein, vor allem, weil kleines Auto, volle Pulle. Ja. Jetzt schlecht. Ja. Ich kann es nicht zu Ende bauen, weil der Aufzug auf der falschen Stelle steht. Ja, das ist schade. Darf man denn wenigstens einen zweiten Motor einbauen für Gewichtsverteilung, den aber nicht anschließen? Was meinst du? Sollen wir das so machen? Nö. Dann halt nicht. Also nein, doch, natürlich kannst du. Du kannst alles irgendwo hinbauen. Also, ja, mach. Ups. Bau mal. Das wird so eine Katastrophe sein. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall. Ich weiß ja gar nicht, wo ich den ersten Motor auch hinbauen soll. Wir sollen ja auch nur einen Motor bauen. Ja, ich weiß nicht mal, wo der hin soll. Weil der darf ja die 5 und 4 nicht überragen. Oder wo hast du den jetzt hingebaut?
Das weiß ich auch nicht. Warte mal. Ich hab. Den musst du ja unten drunter bauen. Eigentlich schon, ne? Ja, sonst geht das ja gar nicht. Oh. Sonst klappt das ja überhaupt nicht. Oder. Weil 5 hoch, der mit dem Sitz, das geht, das ist, klappt doch vorne und hinten nicht. Oder darf man den vorne dran bauen, den Motor? Oder hinten? Nee, lass das mal so machen, dass. Aber dann überragen wir ja die 5. Na gut, wir überragen allein schon die 5 mit dem Sitz, ne? Ja gut, der ist raus, weil er geht halt nicht kleiner. Na gut. Ja, nö, dann musst du den Motor halt unten runter stellen, ne? Alter. Das geht doch gar nicht. Doch. Ich hab's ja schon gebaut. Was? Wie war's denn? Ja. Dann schraubt das Ding noch auf der Erde. Nein. Kann ich lenken? Ich kann wunderbar lenken. So, ich hab jetzt, Vor allem, wie hast du ihn unten drunter gekriegt? Da ist der Aufzug. Den musst du natürlich vorher abbauen. Gott. So, warte mal. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Was war das? 5 lang, 5 hoch? Ja. Okay, das haben wir auch. Na gut, das habe ich auch. Ja gut, dann muss ich hier halt noch das. Mein Minimalgewicht noch drin zu kriegen. Stimmt, man kann ja Gewicht eigentlich dran machen, so viel man möchte, ne? Ja, das ist, wurde nicht reglementiert. Weil dann baue ich hier noch ein bisschen Gewicht dran. Um das ein bisschen schwerer zu machen, um nicht gleich abzuheben. Ja. Ja, der ist auf volle Leistung. Genau, Motor muss auf volle Leistung, das war reglementiert. Das sieht aus. Ja. Wie ein Kackfass, okay. Richtig. Ja. Kann ich jetzt noch lenken? Ich kann noch 1A lenken. Das ist so. Das ist du kannst. Das wird nicht funktionieren. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Ich hab mal extra dezent Gas gegeben. Das ich bin ist direkt. Nicht möglich. Ja. Klunk. Das wird nicht. Du bist auch schon da, ja? Ja, ja. So. Du hast keine Federung eingebaut? Nein. Hm. Weiß ich nicht, ob ich das auch noch machen soll, weil ich habe Federung eingebaut. Ja, das wird ja dann noch höher. Nö, es ist ja 5 hoch dann halt, ne? Ja, ja, aber dann wird das ja noch höher, als es jetzt schon ist. Ja. Ich mach das auch lieber ohne Federn, oder? Du, mach mal. Oder wollen wir das halt so machen, quasi wieder, einer macht das, zum Gucken? Mach mal, wie du möchtest, das ist alles dir überlassen. Du hier! Das geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Guck mal, du musst dir mal anschauen, wenn ich jetzt, ich habe meinen Motor schon auf voller Leistung. Ja. Ich gebe mal kurz Gas. Oh, ja. Das geht. Oh, nein. Wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Oh Gott. Nee, ich glaube, ich muss doch lieber die Stoßdämpfer machen. Verdammt. Ich. Mehr Gewicht. Wir brauchen mehr Gewicht. Geht das? Aber dann lenkt es nicht mehr, ne? Funk. Nur wirklich. Oh! Blotz! Wie geil, das ist richtig. Wie so ein kleines Kind, das hinfällt. Patsch! Mit dem Gesicht in Dreck. Mit dem Gesicht gebremst. Ja, so ungefähr. Kann man ja auch mal machen. Kann man mal machen. Aber nicht. So. Ja, anders geht's gar nicht. Anders geht das nicht. Hey. Ja, liebe Zuschauer, so sieht das aus. Kurz und schmerzfrei. Mehr kann der Wocke da nicht machen. Dann kriegt das jetzt noch eine hübsche Farbe. Das fand ich eigentlich ganz gut gerade. Ich
glaube, das mache ich jetzt immer so. Batsch! Oh, ich kann noch gut lenken. Gas geben? Oh, 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 oh. Plonk. Das war eine Gesichtsbremsung. Ja, ich sag ja, das ist wie wenn so ein kleines Kind ungebremst hinfällt. Ja. Nur ganz vorsichtig. Tucker, tucker, tucker. Patsch! So. Ja, los geht das. Ja, aber ja, warte, warte, warte. Ich will hier noch hier ein bisschen hübsch machen. Ach so. Klung. So, warte, ich will auch hier für die Details sorgen. Ich mache auch, ich lackiere es auch unten runter. So, so. Ja, ups, ist zu weit weg. Unten drunter? Habe ich? Habe ich? Nee, habe ich nicht. Ha! So, da kannst du mal sehen. Nee, doch, habe ich. Ah, na gut. Ja, habe ich. Das sieht aus. Das sieht ein bisschen gaga aus irgendwie. Ja, ja, ja. Bist du startklar? Ja, ich bin startklar. Und dann drücke mal den Knopf. Du siehst dahin so klein aus. Tut es nicht, ist genauso klein wie deins. Nee, meinst du es höher? Das ist höher? Ja. Ja, stimmt, das ist höher. Ja, ich habe mehr Gewicht. Ja, aber auch einen höheren Schwerpunkt. Das ist richtig. Liegst du schneller am Rücken. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Da lacht er auch noch. Wie behindert das aussieht. Zwei so fahrende Holzkisten hier. Stimmt, ich hätte Holz nehmen sollen. Dann fliegst du ja nur noch weg. Ja. Ja, das lustige daran. Ich bin gespannt. Auch. Solange dein Auto nicht wieder auseinanderfällt. Das war gut. Ja, geht so. Klonk. Eins. Und. Go! Vorsichtig, oh Gott, Gas geben, oh, vorsichtig Gas geben. Nein, was ist denn jetzt? Schön vorsichtig Gas geben. Und nein, vorsichtig, nein, lenken. Oh. Und vorsichtig lenken. Tucker, 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 tucker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, oh. Nicht lenken. Ich komme mir gerade vor wie eine Schildkröte. Ja. Das ist ja spannend, wie geil das aussieht, wie du mit der eierst. Ah. Ja, vor allem durch die ganzen Hubel auf der Straße fliegst du ja auch nach links und rechts. Ja, natürlich. Oh Gott, ist das blöd. Es ist lustig. Das ist total dumm. Nein, nein, nein. Nicht umkippen. Nicht umkippen, nicht umkippen. War das knapp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme. Ja, ich merke das schon. Aber die Ziellinie ist zum Greifen nah. Nein, ich muss schneller werden. Wie ein geölter Blitz, der nicht ganz so geölt ist, tuckert er auf die Ziellinie zu. Komm schon, nein. Oh, du bist wirklich schneller als ich. Ja, Mann. Ich muss Gas geben. Nein, nicht lenken. Nein. Gas geben, stopp, um zu lenken. Nein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich bin fast geflogen. Nein. Vorne, finde ich schnell. Nicht. Ich hab Angst vorm Gas geben, dann muss ich lenken und dann kippe ich oben. Ja, ja, ja! Erster! Oh, es war so knapp, ich bin noch ganz kurz vor der Ziellinie umgeflogen. Sehr cool. Oh! Wie geil. Oh! Verdammt! Och Mann, es war so knapp. Ich hab so gut aufgeholt. Ja, also ganz wirklich? Zum Schluss, ey. Aber wirklich? Hattest du da keine Hubel mehr in der Strecke? Doch, doch. Nur ich hab den Trick herausgefunden. Du musst die ganze Zeit W-Spam. Damit bist du nicht zu schnell. Ja, ja, das mache ich ja. Genau, das mache ich ja. Doch, Hubel aber die ganze Zeit überall. Aber lenken ist das Schwierige. Wenn ich, sobald ich lenke, kippe ich um. Ja, du musst, wenn du lenken möchtest, musst du das Gas komplett loslassen. Ja, ja, natürlich. Das ist
Aber trotzdem, das war mir zu instabil. Oh, Dank! Nein! Och Mann, das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Aber war eine gute Aufholjagd auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Wäre ich zum Schluss nicht nochmal hingeflogen, wäre es vielleicht noch was geworden. Aber war das jetzt schon, war das die erste Challenge, wo wir beide ins Ziel gekommen sind? Ja. Nee. Wo Doch. Du gewonnen hattest, bin ich auch ins Ziel gekommen, aber sehr ja. spät. Glaube ich. Ich meine schon. Aber wie großartig. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Doch herrlich, oder? Ja. Jetzt haben wir noch fast 10 Minuten Zeit. Oh. Obwohl, nee, gar nicht wahr. Eigentlich sollten unsere Folgen ja mal ursprünglich immer nur 20 Minuten lang werden, ne? Ach so. Das haben wir die letzten 5 Folgen nicht geschafft, glaube ich. 6 Folgen. Nein. Klonk. Wenn ich in den Sofa... Nee, kann ich auch nicht. Harr, geh weg, harr. Nein. Wie stumpf das aussieht. Punk. Geh weg. Geh weg. Was soll das? Ich will doch hier einfach nur in Ruhe leben. Oh. Klunk. Ey, was? Herrlich. Fahr mal rückwärts, Rocke, fahr mal rückwärts. Patsch! Nein! So. Nein, nicht umfallen. Ich will jetzt wenigstens noch da zum Friedhof fahren können. Ja, das machen wir noch. Abschließend. Komm, ich öffne dir auch das Türchen. Das ist nett von dir. Rumpf. Wie geil das aussieht. Zwei so Kisten hier. Ja, komm, die passen wunderbar hier zwischen. Neben der Strecke lässt sich das ja gar nicht fahren. Aber die haben einen hervorragend kleinen Wendekreis, du. Das stimmt allerdings. Das erklärt die Tatsache, warum Leute ein Smart fahren. Einparken ist damit ein Traum. Ja. Na guck, hier passt es doch noch wunder. Passen ja. Die Beine doch noch wunderbar dazwischen. Klatsch, paff. So. Fertig. Ja. Ja, cool. Das war's mit den beiden rasenden Kisten von Ismo und Wocke aus der Welt von Scrap Mechanics. Danke fürs Zuschauen. Ihr seht und hört uns wieder, wenn es wieder heißt Scrap Mechanic mit Ismo und Wocke. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.